Menschen sind tief betroffen. Wir sind ja nicht nur Mitarbeiter, sind ja alles langjährige Leute. Da ist man mehr als Mitarbeiter, da ist man ja fast Freunde und Partner geworden über die viele Jahre. Was auch für Sie ein sehr schwieriger Moment? Für mich einer der traurigsten Moment. Was ist der Täter für einen Menschen? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Also über 10 Jahre bis in der Kronospank gesehen und er ist nie negativ aufgefallen. Also ein ruhiger Mensch. Wie haben Sie den Vorfall persönlich miterlebt? Also ich war bei einem Kunden gesehen und bin von unseren Mitarbeitern telefonisch informiert worden. Und bin auch dann an die Firma gefahren. Und wie wird das jetzt weitergehen bei Ihnen in der Firma? Wie geht es darum mit dem in der Kronospank? Also ich glaube, sehr wichtig ist jetzt, dass wir ein bisschen Ruhe bekommen von den Medien. Also nicht negativ, wir müssen jetzt Zeit haben zum Trauern. Wir müssen Zeit haben, uns wieder zu sammeln. Und für das werden wir die nächsten 2 Tage die Produktion runterfahren und uns den Leuten widmen. Ja, das kann ich nur sagen. Ich bin sehr, sehr froh. Ja. Kann man nochmal etwas über das sagen? Nein, da tut die Staatsanwalt ermitteln, das ist für uns alle unbekannt. Ganz einfach, Sie kennen die Opfer auch? Ich kenne die Opfer nicht. Sondern bekannte Sportler, die dann auch? Das kann ich nicht kommentieren, wir werden die hier nicht vorbringen.